Servusle zum ersten Adventskalender-Türchen. Heute ist der 1. Dezember und somit dürfen wir das erste Türchen öffnen. Wie bereits an anderer Stelle schon angesprochen, habe ich ja dieses Jahr den Adventskalender in die Kategorie Jump'n'Runs geschoben. Das heißt, jeden Tag und in jedem Türchen befindet sich ein Jump'n'Run. Und wir fangen an mit dem kleinen lustigen Indie-Titel Tesla Grad. Naja, lustig ist es. Lustig ist es nicht. Ist ziemlich stimmungsgeladen, das Ganze hier. Und geht in die Riege Ori and the Blind Forest oder Limbo. Ganz interessanter Titel, kam 2013 raus. Ich klicke hier mal auf neues Spiel. Und wir nehmen was Neues. Ich habe das schon mal angezockt vor geraumer Zeit. Ist aber schon ewig her. Hat optisch ein bisschen was Russisches, erinnert an Russland Anfang 19. Jahrhundert. Wie gesagt, es ist ziemlich emotionsgeladen, das Spiel. Aber sehr, sehr hübsch designt. Ist auch schön hier mit Schnee und Regen. Passend momentan zur Jahreszeit und zum Wetter. Es regnet und schneit ja permanent bei uns. Wobei der Schnee nicht liegen bleibt, ist es alles nur so Matschepampe. Ja, die Schriften, die wir da sehen können, ich vermute mal, das ist so eine Eigenkreation. Wahrscheinlich eine Mischung aus Kyrillisch und Runen, so sieht es zumindest aus. So, wir sind ein kleiner Junge und müssen uns vom Acker machen vor der bösen roten Armee oder keine Ahnung, wer da hinter uns her ist. Auf jeden Fall ist es unser Ziel zu entkommen. Da unten ist er, der Bösling. Da ist er. Der Ivan! Ivan, der Schreckliche! Machen wir uns vom Acker und springen von Dach zu Dach. An dieser Stelle gleich mal an alle, die zugeschaltet haben, die eingeschaltet haben. Wie gesagt, es ist der Adventskalender. Der Adventskalender 2017. Es wird jeden Tag ein Game geben. Oh, es bröckelt ab hier. Es wird jeden Tag ein Game geben und ihr als Zuschauer habt die Möglichkeit abzustimmen, welches Game ihr denn gerne als Let's Play sehen wollt. Wenn ihr sagt, also ihr könnt es machen, wie ihr wollt, das bleibt alles euch überlassen. Ihr könnt abwarten bis zum 24., bis alle Videos draußen sind und euch dann entscheiden. Oder aber, oh, was ist das hier? Okay. Die Waage der Gerechtigkeit. Ihr könnt warten bis zum 24., bis alle Videos draußen sind und euch dann entscheiden. Oder ihr könnt spontan sagen, ja, dieses Spiel gefällt mir, würde ich gerne als Let's Play sehen. Dann müsst ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben geben. Wenn er sagt, nee, dieses Spiel auf keinen Fall Let's Playen, so ein Schwachsinn. Ich will lieber was anderes oder ich will gar nichts oder was weiß ich was. Dann habt ihr die Möglichkeit, mit der Daumen nach unten Funktion einen Minuspunkt zu vergeben. Soll heißen... Oh, verdammt. Schon hat mich Ivan in die Mangel genommen. Leben haben wir anscheinend keine. Es soll auf jeden Fall heißen, ihr habt mit der Daumen nach unten Funktion die Möglichkeit, wenn ein Video 5 Stimmen, also 5 Daumen nach oben hat. Oh, oh, geh weg, Ivan. Ivan Rebrov. Geh weg. Wenn ein Video 5 Daumen nach oben habt und ihr gebt dem Video einen Daumen nach unten, dann hat das Video nur noch 4 Daumen nach oben. Also es wird quasi abgezogen. So habt ihr die Möglichkeit, da noch ein bisschen einzugreifen. Ich sehe, es leckt ein bisschen. Für ein etwaiges Let's Play werde ich natürlich die ganze Auflösung und die Geschichte hier optimieren. Ich habe jetzt hier nur spontan die Aufnahme angeschmissen, um ein kleines Video, einen Adventskalender quasi aufnehmen zu können. Ziemlich unprofessionell und unvorbereitet, wie es der Doschen halt nun mal macht. Na komm, hinüber, kleiner Junge. Na, wie heißt der Junge eigentlich? Stanislaus? Wahrscheinlich heißt er Stanislaus. So, über die Dächer Russlands. Einmal über Moskau. So, ist das hier der Kreml? Ich habe keine Ahnung. Der Kreml. Kommt hinauf. Ja, Lenins Leiche werden wir wohl noch nicht sehen. Den hat es damals noch nicht gegeben. Drum wird seine Leiche wohl nicht im Glaskasten zur Schau gestellt. Zumindest nicht in diesem Spiel zu dieser Zeit. So, da oben rauf.
Das hier ist alles nur der Anfang. Also hier geht's darum, zu entkommen. Im Laufe des Spiels, das werdet ihr jetzt dann gleich sehen, werden wir verschiedene Mechaniken lernen, die viel mit Magnetismus zu tun haben. Oh, mach die Tür auf, der Ivan kommt. Die Russen kommen. Und da oben rennt er schon wieder, der Ivan. Ja, penetrant, der Junge. So, jetzt lernen wir das hier. Wir haben hier die Möglichkeit, uns an diesen kleinen Robotern aufzuladen. Rot und blau ist der Schlüssel. Wenn wir uns hier aufladen, sind wir quasi positiv geladen und können in diesen Bereichen hier schweben. Allerdings nur für kurze Zeit. Wehrfähig sind wir noch nicht großartig. Wird sich aber auch noch ändern. Zwar nicht ultramäßig, also wir werden keine Profiboxer. Aber es gibt die Möglichkeit, hoppala. Ach, der Roboter da unten, der macht uns den Weg frei. Ihr seht, rot stößt rot ab. Ne? Minus stößt minus ab. Oh, wie komme ich jetzt da weiter? Ach, ich muss da oben rauf, ich sehe schon. Und blau zieht rot an. Also plus zieht minus an. Und minus stößt minus ab und plus stößt plus ab. So wie es halt für einen Magneten üblich ist. Jetzt hat uns die Leuchtfliege, der Leuchtkäfer, gezeigt, wo es lang geht. Ich selbst habe noch keine Fähigkeit, die werde ich jetzt erst lernen. So, das hier ist der Magnethandschuh. Ich habe jetzt die Möglichkeit, einmal Minus und einmal Plus auszustrahlen und kann damit Objekte beeinflussen. Genau, ich kann ihnen eine Polarität verpassen. Oben ist blau, also muss ich das Teil hier rot, also negativ aufladen. Dann wird es angezogen. Komme ich da irgendwie rauf oder ist das hier eine Sackgasse? Ich glaube, ich kann es auch wieder rückgängig machen, oder? Nein, geht hier nicht. Alles klar. Möglich, dass da oben ein Secret versteckt ist und ich diesen Block gebraucht hätte. Möglich, möglich. Sowas in der Art werden wir bei einem etwaigen Let's Play rausfinden. Jetzt ist es ja mehr ein angezockt, würde ich jetzt mal sagen. Oh, hübsches Fenstermosaik. Gefällt mir. Sieht gut aus, haben sie gut gemacht. Da oben eine Batterie, für was die ist, weiß ich nicht. Aber vermutlich werden wir da, oder würde man da über dieses Secret, das ich gerade angesprochen habe, rankommen. So, jetzt müssen wir die Teile aufladen. Und zwar immer im Gegensatz der oberen Farbe. Wie ich es eben schon mal erklärt hatte. So. Dieses Blümchen lädt uns ebenfalls auf. Und hier geht es auch weiter. Ihr seht, es gibt viele Wege. Nein, wir brauchen das hier in Rot. Jetzt muss ich da rauf. Und muss dieses Teil hier, genau, nach unten bringen. Und schon wäre der Weg frei. Das hier ist alles im Großen und Ganzen noch Pillepalle. Nein, es geht nicht. Okay. Das hier ist alles noch Pillepalle, wie gesagt. Da kommt noch richtig schwerer Käse auf uns zu. Und so richtig krasse Rätselelemente, wie es schon bei muss ich überlegen, komme ich da irgendwie rauf? Muss ich das so? Ah, ja, genau. Der lädt uns rot auf und dann können wir da rauf schweben. Rätselelemente, wie sie schon bereits bei Limbo vorkamen. Und wer meinen Limbo-Livestream gesehen hat, der weiß, dass der Doschen so manchmal seine Schwierigkeiten hatte, weil die Rätsel halt doch wirklich krass waren. Jetzt sind wir wieder zurückgelaufen. Das ist ja ungeil. Das hätte ich mal lassen sollen, wo? Wie komme ich jetzt da wieder zurück? Ha, keine Ahnung. Jetzt glaube ich, habe mich in eine Sackgasse manövriert. Aber das macht ja nichts. Es ist ja, wie gesagt, nur ein angezockt. Ich muss da oben rauf, vermutlich. Vermute ich mal. Und schauen, dass ich wieder zurückkomme. Nein, ich bin hier. Irgendwas scheine ich falsch zu machen oder ich gehe den falschen Weg.
Aber es gibt nur diesen einen, oder sehe ich das falsch? Ich glaube, ich habe mich gerade festgefressen. Oder ich probiere es oben rum nochmal, vielleicht geht es ja da weiter. Rein optisch gesehen macht das Spiel schon ein bisschen was her. Ich finde den Grafikstil hervorragend. Und ich finde die Stimmung, die in diesem Spiel hier zur Geltung kommt, finde ich genial. So, jetzt müsste ich wahrscheinlich dann von da aus rüberkommen. Ja, funktioniert. So dachte ich mir das. Okay, ich habe eine Karte eingesammelt. Für was das genau ist, habe ich keine Ahnung. Vielleicht irgendwann mal im Laufe des Spiels werde ich dahinter kommen. Hinter diversen Geheimnissen. Warum ist eigentlich hier eine Plattform? Die sind doch links und rechts total sinnlos. Sieht so aus, als wäre es sinnlos, aber vielleicht hat es doch irgendwann mal einen Sinn. Ich verstehe schon, wir müssen da oben die große Platte wegbekommen. Okay. Mit dem Glück ist wieder alles resettet. Ja. Und ich kann es nochmal versuchen. Sehr schön. Der nach unten. Der nach oben. Heili geili. Der Magnetkasper. Also wir müssen erst dem Magnetkasper hier den Weg öffnen. Damit er uns hinten das Teil aufmacht. Komm mal hin, Junge. Alter Schläfer. Dankeschön. So, jetzt kommen wir wieder da oben rauf. Ich hätte da nach oben müssen. So. Jetzt sind wir richtig. Jetzt geht's hier weiter. Heili geili. Es ist, wie gesagt, es ist ziemlich verwinkeltes Game. Es hat ziemlich viele Wege. Ziemlich viele Rätsel. Und hier haben wir schon eine Elektrowand und einen schwarzen Fuckbug, der sich gerade selbst zerstört hat. Na gut. Gucken wir hier mal nach links. Unsere Roboter. Ah ja. Die Roboter laden uns auf und die Magnetstrahlen drücken uns nach links, was ungeil ist, weil sobald wir hier in diese Elektrofunken oder was das sein soll, sobald wir da reinkommen, sind wir sofort down. Instant Death. Es gibt zwar keine Leben, aber wir sind sofort tot. Oh oh. Ah ja, ich muss also den Käfer bashen. Er tötet sich selbst. Okay, es bringt also nichts, diese Käfer aufzuladen. Oder sehe ich das falsch? Doch, sie schweben. Ah, ist ja geil. Ist ja geil, ich habe verstanden. Ich muss den Käfer ebenfalls aufladen. Ich glaube, den müssen wir jetzt hier blau laden. Dann wird er hier angezogen, oder? Nein. Er kann sich aus eigener Kraft dem Magnetismus entfliehen. Er kann sich quasi noch retten. Ah ja, jetzt dachte ich schon, es passiert nichts. Jetzt müsste ich mich quasi wieder aufladen. Aber wo mache ich das? Wo mache ich das? Bräuchte ich nochmal so einen Aufladeroboter? Sei ja Rätsel über Rätsel hier in dem Game. Na komm. Geht nach oben. Es geht nicht. Oder muss ich da... Ah, ich muss wahrscheinlich den Käfer rot färben. Dann drückt er... Nein, er bleibt da hängen. Er bleibt da hängen. Okay. Warum auch immer? Warum auch immer? Es wird schon seinen Sinn haben, der sich mir jetzt nur gerade entschließen will. Erschließen will, dieser Sinn. Aber irgendeinen Sinn wird es schon geben. Wenn ich dieses Teil hier blau färbe... Nein, passiert nichts. Okay. Mit diesen komischen Würmern hier, das verstehe ich noch nicht ganz. Aber irgendwie wird es schon funktionieren. Genau so ein Teil da oben bräuchte ich. So einen Jungen bräuchte ich, aber die zerstören sich da selbst. Das ist ungeil.
Aber wie komme ich am Elektrokasper vorbei? Schon bin ich down. Kaum kommt man minimal an die Elektrizität, ist es auch schon vorbei mit dem Lustig. Ist es auch schon vorbei mit dem Leben. Der lädt mich rot auf und der andere okay, ich verstehe. Rot zieht mich an, blau stößt mich ab. Alter Schwede. Hammerhart. Kann ich die Teile beeinflussen? Kann ich die Teile beeinflussen? Ich glaube nicht. So, hier ist die Blume. Aber die hält nicht lang, diese Blume. Nur für den Augenblick. Na gut, wenn wir wohl da lang müssen. Halt, da war ja, genau, da war ja die Elektrowand. Mit dem schwarzen Fuckbug. Okay, Leute, ich weiß hier nicht mehr weiter. Wäre halt was für ein Let's Play oder unter Umständen sogar für den Livestream. Indem wir dann mit der Zeit rausfinden, was zu tun ist. Das war auf jeden Fall die Geschichte mit dem ersten Adventskalendertürchen. Wie gesagt, wenn er wollt, dass der Doschten dieses Spiel hier Let's Playt, wenn er ein Let's Play von diesem Game auf dem Doschten seinem Kanal sehen wollt, dann müsst ihr jetzt einen Daumen nach oben geben. Wenn es euch egal ist, dann drückt er am besten gar nichts. Und wenn er sagt, nee, dieses Spiel auf keinen Fall, ich will ein anderes sehen, dann einen Daumen nach unten. Wie gesagt, das könnt ihr gleich machen oder ihr wartet eben ab, bis alle 24 Games oder alle 24 Türchen online sind und entscheidet euch dann. Bleibt euch überlassen. Es zählt natürlich nicht nur für YouTube. Auch meine With-Me-Zuschauer können abstimmen. Da gibt es allerdings keinen Daumen nach unten. Es gibt nur den Daumen nach oben. Also wenn ihr dieses Spiel hier sehen wollt, dann gebt dem Spiel einen Daumen nach oben. Wenn ihr es nicht sehen wollt, dann drückt am besten gar nichts. Das ist, glaube ich, die beste Lösung. Ich muss es bei With Me ein bisschen anders handhaben. Eben wegen der fehlenden Daumen nach unten Funktion. Es ist auch jetzt das erste Mal, dass mir diese Funktion auch With Me wirklich fehlt. Aber auf diese Art und Weise hat zumindest in meinen Augen die Daumen nach oben und nach unten Funktion endlich mal einen Sinn. Und ist nicht nur zum Trollen da. Das war auf jeden Fall die Geschichte mit dem ersten Adventskalendertürchen. Ich möchte noch, wie gesagt, es wird 24 Türchen geben. Ich möchte, und so habe ich es mir vorgenommen, 2 Platzhalter. Das wird wahrscheinlich, ich schätze mal, der 10. und der 15. sein. Diese 2 Platzhalter, diese 2 Türchen möchte ich den Zuschauern widmen. Also wer möchte, kann mir unter Umständen einen Steam Key zukommen lassen von einem Spiel, das ihm wahnsinnig gut gefällt. Und ich werde es dann im Adventskalender zeigen. Probiere ich jetzt erstmal aus, die ganze Chose, ob sowas bei euch überhaupt ankommt. Wenn nicht, werde ich die Lücken selber schließen. Würde mich einfach mal interessieren, ob ihr da Interesse dran habt an so einer Art Community-Projekt. Also ihr habt ein Spiel auf Steam geschossen und sagt, jo, das passt genau in den Adventskalender. Das ist ein geiles Jump'n'Run, ein Indie, ein Vollpreis, was weiß ich. Vollkommen egal, es muss ein Jump'n'Run sein oder zumindest Jump'n'Run ähnlich. 2D, 3D spielt keine Rolle. Und wenn er sagt, das Spiel ist geil, das muss der Doschten unbedingt mal anzocken, dann schreibt mich an. Wie ihr das machen müsst, wisst ihr ja zur Not, wenn ihr es überhaupt nicht rausfindet. Wie das ist mit den Privatnachrichten auf YouTube und auf With.me, dann schreibt mir halt in die Kommentare, ist ja auch kein Ding. Okay Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh. Nein, Daumen nach oben tut natürlich weh jetzt in diesem Fall. Keinen Daumen geben, wenn ihr dieses Spiel nicht sehen wollt, ne? Und bis zum nächsten Mal. Servusler. Eier Doschten.